Das People-to-People-Förderprogramm schafft Impulse für grenzüberschreitende Ideen. Damit möchte die EuRegio Rhein-Waal es Gemeinden, Vereinen und anderen Organisationen leicht machen, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Und diese sind vielfältig. Wir haben in unserem Projekt Nachhaltige Dörfer das Ziel gehabt, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen so erste Entwicklungsthemen, die nachhaltig sind, im Dorf zu finden. Was kann ich vor Ort umsetzen und wie können wir auch die ersten Schritte machen? Es sind ganz vielfältige Ideen gefunden worden, von der nachhaltigen Mobilität über selber Bürgerenergie etablieren. Also es war so vielfältig wie die Menschen, die mitgearbeitet haben, und der Austausch war das Wertvolle am Ende. Das Projekt Emoji ist ein Kooperationsprojekt, das wir gemeinsam mit unseren niederländischen Nachbarkommunen Montferland und Oude-IJsselstreek machen. Ja, wir haben gemerkt, in der Corona-Zeit sind viele Netzwerke verloren gegangen, und wir haben uns einfach jetzt zum Ziel gesetzt, die Personen aus den Vereinen, aus den Organisationen wieder zusammenzubringen, damit gemeinsam grenzüberschreitende Projekte hier in der Region entstehen. Das Thema in unserem Projekt war, dass wir mit der Corona-Krise an Schüler und Lehrer schauen wollen, okay, wann soll man lüften. Das Produkt, was wir entwickelt haben, ist diese CO2-Ampel. Die schaut an, wie gut die Luftqualität ist. Grün ist gut, orange Warnung und rot ist eigentlich schlecht. Bei rot soll man lüften, und das ist es eigentlich. Ziel des Projektes Schwesternsteine ist die Bewusstseinmachung des Themas Wasser als Waffe durch zwei Hörsteine. 1944 wurde der Deich bei Elden, Arnheim, aus strategischen Gründen von der Wehrmacht gesprengt. Anfang 1945 ein Deich hier, der die Niederung zwischen Kleve und dem Rhein bzw. den Eupolder überflutete. Die beiden Schwesternsteine sind jetzt Bestandteil der Liberation Route Europe mit über 200 Audiospots. Unser Projekt heißt LIMAM, Lernen integrieren mit aktivierendem Material. Und wir leihen dieses Material an die Schulen und Kitas aus, die bei uns beteiligt sind, die sich gemeldet haben. In Deutschland, in den Niederlanden, und wir tauschen die Materialien untereinander aus. Für dieses Jahr haben wir uns schon einen Fahrplan zusammengestellt, und die Boxen werden weiter getauscht werden. Es werden auch neue Partner hinzukommen. Das läuft also alles weiter. Also wir sind immer ganz glücklich mit unseren Mitarbeitern in der EuRegio, die einfach dann gut unterstützen. Und gerade in den People-to-People-Projekten ist es so gut, dass sie die Administration der Projekte übernehmen. Dann bleibt einem selber mehr Zeit, an den Inhalten und auch an den Abläufen vernünftig zu arbeiten. Wenn auch Sie Ideen für grenzüberschreitende Projekte haben, melden Sie sich beim Projektbüro der EuRegio Rhein-Waal. Mehr Informationen finden Sie auf www.euregio.org.